So, was so lustig ist, machen wir hier weiter. Oh, warte mal, hier. Ladies and Gentlemen, willkommen und so, ne? F7, F8, muss ich mir merken. Ach, doch nur nicht F9, glaube ich, drücken oder was das ist. F9 wäre Stream starten. Stream starten. Wollen wir nicht. Jetzt nicht. Also eigentlich wäre Stream hier wesentlich effizienter mal wieder, weil Stream generell effizienter ist als YouTube. Aber. Ja. Okay, jetzt sind wir hier im Palast. Das sieht echt aus wie so ein Skelett oder so, so ein Todeskönig oder so. Ah, nice. Jetzt habe ich gleich einen Timer gestartet. Erstens ist es besser, Videos von der Länge zu cutten. Also zu encoden. Ich könnte die auch im Nachhinein beim Encoden cutten, weißt du? In Häppchens. Aber nee. Das ist doof. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Weil so mache ich einfach nach so und so vielen Minuten immer einen Cut rein und dann ist es viel einfacher, als wenn ich halt eine Stunde Video. Das Problem ist, ich habe das nie so richtig gecheckt. Wenn ich eine Stunde Video zum Beispiel habe und dann cutte ich da halt 20 Minuten weg, dann muss ich den Rest ja ausschneiden aus dem Programm. Und muss danach genau dort ansetzen und da wieder reinschneiden, wo ich vorher aufgehört habe, und dann wieder 20 Minuten zum Beispiel. Ich habe noch nie so richtig verstanden, wie das effizienter geht. Also wie man halt aus einer Stunde Video dann aus einer Stunde Video die ist erstmal pregnant da, die Statue. Dass man, weißt du, so hast du halt eine Stunde Video und dann schneide ich halt 20 Minuten davon am Anfang ab. Die encode ich dann oder rendere ich oder wie auch immer, ne? Wie man es nennen will. So. Und dann den Rest muss ich aber rausschneiden aus dem Programm im Zweifelsfall. So. Dann nehme ich mir ja diese, oder ich könnte man das hier einfach kopieren und dann sagen, okay, jetzt nehme ich davon die letzten 20 Minuten weg. Und so weiter und so fort. Weil ich habe dann halt immer wieder. I like it. Ich habe dann immer wieder. Ob ich das hier like, weiß ich noch nicht. Das wie ein Gehirn. Also, wie ein Synapsen. Ich habe dann halt immer wieder das ganze Video reinkopiert natürlich und dann halt mir versucht, den Punkt zu suchen, wo habe ich bei dem anderen gecuttet. Und das habe ich irgendwie ein, zwei Mal gemacht und dann dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie nicht effizient. Dann machst du lieber manuell eine Folge quasi nach 20 Minuten und dann passt das. Das ist echt ein Gehirn. Das ist das Gehirn für. Als würde ich es einfach erkennen, ne? Hätte ich Ahnung. Das ist ein riesiges Gehirn quasi. Also, sozusagen. So. Ja. Welchen Zweck hat dieses Ganze. Weil die sehen ja auch so aus, als hätten die das geworshippt oder so. Die Musik ist sehr atmosphärisch. Die ist wieder pregnant hier, wieder schwanger. Oh, was ist das? What's that? Sehen wir nicht. Okay. Cool. Okay, die Treppe ist kaputt. Es wäre interessant, wenn das einfach so eine krasse Zivilisation gewesen wäre, die irgendwie so wie wir Probleme hätten mit Inzucht quasi und dadurch halt wie bei uns Krebs entsteht. Und
dann vielleicht irgendwie versucht haben, so eine Lösung zu finden, indem sie einfach, keine Ahnung, irgendwas nicht Geiles hier macht er mir. Okay. Jetzt soll er diese Körperteile zusammensuchen. Was ist das für eine Necromancy-City? Wer bist du? Ich tue das mal da hinten rein. Für mein Guest, dass das da reingehört. Okay, da ist nicht Sicht drin hier. Ah ja, hier Muni und sowas, das ist gut. Vielleicht auch nicht. We will see. Hier ist noch so ein Ding. Wo können wir dich jetzt hinschleppen? Ich meine, der ist hier offensichtlich schon voll. Ich mit dem zweiten jetzt hin. Ich nehme den aber mal mit. Ich will es wieder absetzen hier. Ja. Muss ich auf ihn schießen vielleicht? Sympathisch. Oh, der wird aufstehen und uns angreifen. Was ist das hier? Okay. Achso, jetzt soll man da nicht mehr rein, das ist ja frech. What the fuck ist das Game, Alter? Jetzt haben wir so ein volles Ding. Was bringt uns das jetzt? Ich soll jetzt anschließen, oder was? Thank you.
Ist ja leer. Kann ja nichts passieren. Fuck. Müssen wir jetzt da nochmal hin, weil jetzt haben wir ja den anderen Dude. Aber der wird hundertprozentig aufstehen und uns angreifen. Hundertprozentig. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal hin. Wenn wir den das da einsetzen, der wird halt so weit von Riot gehen. Das weiß ich doch jetzt schon. Aber das fehlt doch ein ganzes dann? Naja. Ja, ja. Ja. He's mad, Junge. Wow. Was zu erwarten war. Ja, Bossfight. Er hat Raketenwerfer. Ist er down? Er ist down, oder? Oh fuck! Ah! Granatwerfer. Ah, wie gefällt dir das? Ich muss das nachladen. Moment. Oh, ich könnte Schuss machen. Ist jetzt hier in der Back aufgegangen. Gut. Okay. Let's grab some money, I guess. Das ist ja interessant, wenn ich mir wieder folgen hätte. Ich dachte, wir nehmen das Kind. Nehmen wir die Waffe. Den Granatwerfer nehmen wir jetzt. Hallo. Ja. Können wir das Kind jetzt nehmen da? Danke. Okay. Okay, Press ist aus. Nichts mehr zu trinken, ist ja noch frisch. Jetzt haben wir nur die Hälfte. Aber mehr werden wir ja nicht kriegen, ja? Wir haben keine. Ach so. Ja. Jetzt kriege ich die Waffe da nicht mehr, aber ja schon. Ja. Let's see. Oh. Ow. Okay.
Ja, das funktioniert. Wir können unsere Waffe nicht mehr wechseln, weil der Dulli das cool findet. Da drüber zu wachsen. Ja, natürlich. What a surprise. Ich kann die Waffen nicht wechseln, wenn sie nicht nachladen. Wie soll ich dich jetzt verhalten? Ich kann... Ich hab vor allem auch den Granatwerfer gar nicht ausfrustiert. Das ist frech. Lädt. Bin ich nachladen? Hallo. Hallo. You're slow. Oh. Ich. Ah, da ist Muni. Oh, gut. Good God. Da muss ich bestimmt reinschießen. Komm, schieß dich leer. Do it. Oh. Aua. Give it. Das Hover Baby, Junge. Wie oft kann man einen Raum recyceln? Ja. Nice. Ich kann aber nichts mehr benutzen, Alter. Jedes Mal blinkt. Naja. Wir können nichts benutzen und so. Sehr falsch. Ey, wie soll ich denn. Ah.
auch. Nee. Stopp. Wie soll ich denn das denn schaffen? Fuck. Wenn ich dreimal irgendwie nur ihre Räusche mache, dann war's das. Oder muss ich... Ah ja. Let's see. Okay, ja, machen wir mal wieder einen Cut.